super viele oder etliche werden mich kennen von Otti Schlachthof oder Kabarett aus Franken. Aber wer von Ihnen hat mich denn schon mal gesehen? Einfach mal die Hand hoch. Okay, wer hat mich noch nie gesehen? Die Hand hoch. Okay, wem ist es wurscht? Die Hand hoch. Okay, für euch spiele ich. Alles klar. Ja, super. Ich bestelle eine vegetarische Lasagne, die kommt. Da sagt zum Kellner, da ist doch Hackfleisch drin. Sagt er, ja, aber ach, Gemüse. So sieht vegetarisches Leben in Franken aus. Hey, wir sind einfach anders. Komm, ich erkläre es nochmal. Noch ein Unterschied vielleicht. Wenn jemand heiratet, dann sagt der Deutsche, ja, ich will. Und der Franzose sagt, oui, je veux. Selbst die Oberpfälzer sagt, ja, freilich. Wie ist es bei uns Franken? Da sagt sie ja und er sagt, warum nicht? Jedenfalls, mein Oberbürgermeister erzählt mir immer einen Witz, jedes Mal erzählt er mir einen Witz. Aber neulich hat er mir tatsächlich einen guten erzählt, den will ich Ihnen nicht vorenthalten. Ein Ehepaar, ne, sagt er, ich bin fremdgegangen. Sagt sie, ich auch. Sagt er, April, April. Sagt sie, Juni. Ein Burger King in Franken fällt mir nicht. Da gehe ich normalerweise nicht nein. Musste ich aber neulich, weil nach dem Auftritt, ich habe noch einen Kaffee gebraucht. Und da steht vor mir so ein Jugendlicher in dem Burger King und bestellt einen Bobber. Sagt die Frau an der Kasse zu dem Jugendlichen, warum nehmen Sie nicht das XXL-Angebot mit großer Pommes, großer Cola und Doppelwobber zum selben Preis? Sagt der Jugendliche, damit ich nicht so aussehe wie Sie. Was ist Gruppensex in einer fränkischen Bäckerei? Drei Schnecken auf dem Amerikaner. Lasst euch Zeit, egal. Und Gruppensex in einer fränkischen Metzgerei? Drei blaue Zipfel und ein Pressack. Wenn eine Frau ein hässliches Kleid anhat, das sagen wir nicht so direkt, wir Franken. Was sagen wir Franken dann? Wir Franken sagen dann, Geschmackssache. Oder was sagen wir? Iss mal was anderes. Oder was sagen wir noch? Wer es mag. Oder schön sagt, meins ist es nicht. Oder mein allerliebstes, Respekt. Moment, ich war nicht fertig. Respekt bei der Figur. Ha, super. Ja, super. Ha. Oder wenn du in so einem Modegeschäft bist, in so einem Modegeschäft, was fragt die Verkäuferin? Kommen Sie alleine zurecht? Wissen Sie, was ich inzwischen regelmäßig antworte? Ja, schon seit über 30 Jahren. Wo sich zwei ganz Alte im Altenheim ineinander verlieben, beide ganz alt, beide Ende 80, verlieben sich ineinander, dann gehen sie in die Apotheke und fragen den Apotheker, haben Sie Viagra? Der Apotheker ist verdutzt und antwortet ja. Und dann fragen sie ihn, haben Sie auch Vitamintabletten? Und der Apotheker ist immer noch verdutzt und antwortet ja. Und dann fragen sie ihn, haben Sie auch Windeln? Und der Apotheker ist immer noch verdutzt und antwortet ja. Dann machen wir unseren Hochzeitstisch hier. Der Engländer, der küsst ziemlich gewöhnlich. Ja? Etwa so. Wieder gegen küsst der Deutsche. Der Deutsche, der küsst ziemlich beiläufig. Guten Morgen, Schatz. Wie küsst der Italiener? Ma bella donna. Hey! Könnt ihr euch nochmal konzentrieren? Ihr müsst euch jetzt wirklich, weil jetzt kommt was Anspruchsvolles, aber ist lustig. Weil ich habe nämlich noch einen Ehrengast mitgebracht. Der Ehrengast ist nicht weiblich, ist nicht die Frau Degenhardt, sondern es ist der König von Franken. Der ist tatsächlich da, meine Mann. Der König von Franken, das wollte ja keiner machen. Die Stelle war monatelang bei der Bundesagentur für Arbeit ausgeschrieben. Das wollte wirklich keiner machen. Königinnen gibt es in Franken noch genug. Na, Königinnen gibt es tatsächlich noch genug. Weinkönigin, Senfkönigin, Spargelkönigin, Korn, Weißwurstkönigin, Bienenkönigin. Ja, Bienenkönigin. Ha, ha, ha. Ich hasse es mit meinem Publikum lustiger als ich.
Und eigentlich stimmt es fast komplett. Probleme haben nur Menschen, die bei der Polizei arbeiten. Oder bei der Ost. Polizisten treffen andere Polizisten. Und man weiß auch nicht, ob ein Ostbeamter aus dem Osten ist oder bei der Ost. Habt ihr das kapiert? Ja. Liebe Königskinder, alles Aletti? Ja. Aber liebe Königskinder, wenn auch noch das K wegfällt, alles wie gehabt, alles noch genauso. Man schürt es nicht, man hört es auch. Doch plötzlich liegt die fränische Sprache ganz verrückt, ganz omisch. Man denkt, der Srecher wäre nicht ganz nusser. Irgendwie lem lem. Habt ihr das aiert? Ja, auch die aus Ilsach. Ich brauche jetzt 4 Architekten, weil die können wir bauen, aber jetzt wird mit ihnen gebaut. Du bist so einer, komm, ich nehm dich. Das ist scheißegal, du mit dem rosa Hemd, komm her. Dreh dich nicht rum, komm her. Ja, du, komm mit her. Du kommst mit her, du. Sag ich dir. Du bist, soll ich noch den blöden Witz erzählen? Den einzigen Architektenwitz, den ich kenne, wo sich 3 unterhalten, welchen Beruf Gott hatte, als er den Menschen erschaffen hat. Der Herrgott, das war ein Architekt. Nur ein Architekt schafft, den Abwasserkanal mitten durchs Vergnügungsviertel zu legen. So, meiner Mann, also du passt dazu. Komm, meiner Mann, wir fangen an. Roland, musst du ein bisschen weiter vor? Geh ein bisschen weiter vor. Roland, leg dich. 90 Grad bleiben, leg dich auf den Stefan. Ja, du hast den schwierigsten. Stefan, leg dich auf den Folger. Zückt schon mal eure Handys. Leg dich richtig. Liegst du richtig? Jetzt wollen wir beweisen, ob drei Architekten wirklich zusammenhalten, auch was bauen können. Liegst du gut? Leg dich richtig drauf, leg dich richtig. Okay, du hast Bauchmuskulatur, Beckenmuskulatur. Roland, ja, Roland, Becken hoch. Becken hoch, Becken hoch, jawohl. Okay, Stefan, Becken hoch, jawohl. Volker, Becken hoch, jawohl. Roland, Becken hoch, Becken hoch, jawohl. Hey, jawohl. Die Helden des Abends. Macht weiter! Das war mein kleiner humoristischer Beitrag. Machen Sie es gut. Tschüss, ade. Tanzt noch, genießt die Nacht. Dankeschön, tschüss, ihr Meckerder. Machen Sie es gut. Okay, jetzt singen wir zusammen. Bisschen lauter. All you got.